Nein, das ist nicht Dresden, sondern Wien. Erstmals hat die islamkritische Pegida-Bewegung auch die patriotischen Europäer in Österreich aufgerufen, um gegen die ihrer Meinung nach drohende Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Unter dem Schutz von 1200 Polizisten finden sich schließlich etwa 400 Teilnehmer auf der Freiung in der Wiener Altstadt ein und sehen sich mit etwa 5000 Gegendemonstranten konfrontiert, die die Kundgebung einfach niederbrüllen. Das eklatante Missverhältnis hält die Pegida-Organisatoren aber nicht davon ab, von einem Erfolg zu sprechen. Denn angemeldet hatten sie nur 250 Personen. Es sind viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben. Bei uns läuft alles friedlich. Die Krawallmacher von der Gegenseite sind natürlich wieder zur Stelle, um friedliche Bürger an ihren demokratischen Rechten zu hindern. Die Polizei muss die Lager trennen. Auf Seiten der Pegida-Anhänger haben Augenzeugen auf Skinheads und den Hitlergruß gesehen. Die meisten beteuern jedoch nur, ihre Besorgnis auf die Straße zu tragen. Verschwörungstheorien haben auch in Wien Hochkonjunktur. Da bin ich total dagegen. Die EU ist ein Feind der europäischen Völker. Die österreichische Regierung ist eine reine Marionettenregierung der globalistischen Monopolbourgeoisie. Ich bin übrigens Marxist und kein Rechtsradikaler. Ob sich Pegida nach diesem lauen Auftakt auch in Österreich etablieren kann, bleibt abzuwarten. Denn mit der rechtspopulistischen FPÖ sitzt eine Partei im Nationalrat, die das Thema Islamkritik schon lange für sich beansprucht und damit zuletzt gut 20% der Wähler überzeugen konnte.